Espresso. Guten Morgen. Hand aufs Herz, wann hast du das letzte Mal das Blut von deinem Tier untersuchen lassen? Ja, vielleicht war es noch gar nicht so lange her, vielleicht kannst du dich aber auch schon nicht mehr daran erinnern. Bei den Kaninchen ist es so, dass man eher Blutuntersuchungen dann macht, wenn man das Gefühl hat, es könnte irgendwas im Argen sein. Wenn man das Gefühl hat, man tappt irgendwo bei der Diagnostik im Dunkeln und das Blut könnte Aufschluss geben. Bei Hunden und Katzen kommt es schon öfters vor, dass man zum Blutcheck geht, gerade wenn es ältere Tiere sind. Bei den Katzen empfehlen Tierärzte sogar, dass man eine Blutuntersuchung insbesondere auf eine mögliche Nierenerkrankung ab einem Alter von bereits 8 Jahren veranlasst, und zwar regelmäßig. Und regelmäßig heißt in diesem Fall einmal im Jahr. Das ist vielen gar nicht so bewusst und vor allen Dingen fragt man sich, ist das wirklich notwendig? Ich hatte eine sehr alte Katze und ja, wir waren mindestens einmal im Jahr beim Tierarzt und haben ein großes Blutbild veranlasst, denn sie hatte tatsächlich eine Niereninsuffizienz und da wollte ich für mich so ein paar Parameter immer geprüft haben, die mir einfach sagen sollten, ich bin mit der Ernährung richtig, wir sind auch mit der gesamten Medikation auf dem richtigen Wege, um die Nierenleistung stabil zu halten. Und das kann man durchaus mit dem Blut so ein bisschen steuern. Wichtig finde ich immer, dass man ein individuelles Blutbild anfertigen lässt, passend auf das jeweilige Tier. Also wenn du ein älteres Tier hast, solltest du Wert auf ein geriatrisches Blutbild legen. Da sind einige Parameter drin, die der Tierarzt dann prüft und dir auch erklärt, ob alles in Ordnung ist. Unter anderem sind die Schilddrüsenwerte enthalten, es sind Leberwerte enthalten, aber natürlich auch die Nierenwerte. Und ansonsten gibt es gerade für die Tiere, die aus dem Ausland kommen, insbesondere aus dem Mittelmeerraum kommen, auch spezielle Blutuntersuchungen, die einmal im Jahr sinnvoll sein können. Und das ist gerade in Sachen Leishmaniose, Ehrlichiose, Babesiose, so Punkte, die man dann bei einem speziellen Blutbild in Bezug auf die Mittelmeererkrankungen herauslesen kann. Denn auch wenn du einen hübschen, tollen spanischen Hund zu Hause hast, kann es einfach sein, dass der derzeit negativ ist, vielleicht sich das Ganze aber ändert. Also es gibt durchaus Fälle, die fälschlich negativ getestet wurden zum Zeitpunkt des ersten Tests und bei dem man einfach sagt, einmal im Jahr sollte man sich überlegen, ob man dieses Testergebnis nicht nochmal wiederholt, also sprich noch einmal gezielt auf diese Erkrankungen prüft, um sicher zu sein, immer noch negativ, fertig. Das sind so Faktoren, die sollte man immer individuell überprüfen. Oder auch wenn dein Tier abnimmt, also wenn du wirklich das Gefühl hast, es frisst und frisst und frisst und es nimmt ab, dann würde ich dir auch empfehlen, mit dem Tierarzt deines Vertrauens darüber zu sprechen, ob es vielleicht, wenn du einen Rassehund hast, nicht spezielle Erkrankungen gibt, die bei dieser Rasse vorkommen, dass man sagt, man macht eine spezielle genetische Untersuchung. Also man prüft dann auf eine spezielle Erkrankung, die bei dieser Rasse eher angezeigt ist. Das sind wirklich so individuelle Gedanken, die du dir in jedem Fall mit deinem Tier machen solltest in Sachen Blut. Ja, wir Menschen gehen seltener zum Blutcheck. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal bei der Blutuntersuchung gewesen bin. Aber bei meinem Tier habe ich es tatsächlich wirklich einmal im Jahr bei meiner Katze veranlassen lassen. Und bei meinem Hund, der ein Spanier ist, auch bei ihm werden wir einmal im Jahr um den Blutcheck in Sachen Mittelmeererkrankungen nicht drumherum kommen. Und ganz ehrlich, das gibt mir ein gutes Gefühl, auch wenn man ganz klar sagen muss, dass ein Blutbild nur eine kurzfristige Momentaufnahme darstellt. Hab einen schönen Tag! Espresso wurde dir präsentiert von Tierisches Wissen.